moin, moin. Ich bin heute für den Hamburger Jung unterwegs. Das ist mein Bruder. Ich bin hier gerade hier im Baugebiet und wir haben ein kleines Projekt für ihn vor. Ich bin mal gespannt, wie er reagiert. Ich denke mal, in ein, zwei Minuten bin ich jetzt da. Ich glaube, er wartet schon auf mich. Emily, mein Bruder kommt gleich. Müssen wir einmal gucken. Der müsste gleich kommen. Kann bestimmt lustig werden. Ich habe ihm so ein dickes Rohr mitgebracht und ein Fahrrad. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht in der Kamera. Mal schauen. So, jetzt sind wir gleich schon da. Ich werde mal rückwärts bei Ihnen auf der Einfahrt rauffahren. Und dann sehen wir mal. Ja, er wartet, glaube ich, schon. So. Ach, das ist auch eine scheiß Einfahrt hier, aber. Kriegen wir doch alles hin. Mama. Die ist auch da, ne? Ach, guck mal, da kommt er schon. Da kommt mein Bruder. Der hat was mitgebracht, ein Geschenk. Müssen wir uns mal anschauen, ne? So. Moin, Hamburger Jung. Alles klar? Moin, Bruderherz. Ich hab dir was mitgebracht. Ach, cool. Moin. Na, ist das schön. Ich zeig dir das erstmal. Anderthalb Stunden Fahrt hier, ne? Ja, ganz aus dem Emsland, dann dauert das. Was hast du? Ich habe erstmal ein Fahrrad mitgebracht für dich, ne? Ganz neu. Ach, super. Gucken, was du damit vollbringen kannst. Und natürlich so ein schönes Rohr aus dem Emsland, ne? Das ist. Mensch, ein dickes Rohr, auch noch so lang. Was kann man daraus basteln? Fahrrad auch noch? Puh. Ja, was hast du dir vorgestellt? Was kann man daraus machen? Dann holen wir das Fahrrad mal raus. So. Ja, weiß ich noch gar nicht, was du daraus basteln kannst. Ob du irgendwas im Rasen hier verbuddeln willst oder so. Ein Fahrrad hier, Emily. Kannst du auch für Emily kannst du ja so ein Tunnelsystem bauen. Ne, düdüt. Düdüt. Das ist noch ganz intakt. So. Aber mit dem Rohr hier vorne abflexen, hin abflexen, Rohr dazwischen, ja, das ist ja. Nee, das machen wir nicht, so ein Blödsinn. Das machen wir nicht. Müssen wir echt mal gucken, was wir daraus machen können. So. Ja, wir können das Rohr doch erstmal bei dir reinlagern. Dann ziehen wir uns erstmal Handschuhe an, dann packen wir das an. Ja, genau. Lass uns das mal im Schuppen hauen, das Ding. Wir holen mir mal Handschuhe. Jo, ich hole auch. Machen wir Reifenblagen. Guck mal hier, guck dir das Rohr mal an. Emily, wo kommt das wohl her? Irgendwo aus dem Emsland verbuddelt. Nein. Nein? Ich müsste das Fahrrad ausprobieren. Da hast du was mitgebracht mit dem Bike. Aber hier mit dem Rohr, da müssen wir echt mal gucken. Genug Platz hast du ja, ne? Es geht. Mensch, Mensch, das liegt bestimmt einiges. Soll ich da aufmachen oder kann man es am besten? Ja, warte. Puh, du, das ist aber echt ein. Wir ziehen die Matte erst einmal ein bisschen vor. Und oh! Wie habt ihr das denn da reinbekommen, du? So, am besten da irgendwas runterlegen. So, dass wir das dann nicht den Boden zerkratzen, ne? Ja, da sagst du was. Ich habe schon einiges. Ich krieg das gar nicht rum hier. Alter Schwede. Wie dick ist das Rohr denn hier? Hast du schon gemessen? Ja, schon. Zentimeter, 8 mm ist das schon. Alter Schwede, du. Ja. So, ich würde sagen, dann drehen wir jetzt einmal so über den Rasen einmal rum. Puh, da haben wir eine richtige Kante im Rasen, ne? Getragen kriegen wir das nicht. So müssen wir den Schlitten auspacken da. Nee, ist auch doof. Puh. Ja. Musst du schon rüber drehen. Lass mal drehen, ne?
Oh. Machst du komplett runter? Ja, mach ich auch. Kannst du auch so machen. Oh. Und dann rollst du das einfach rüber, geht auch. Alter Schwede, so. Nicole, guck mal. So, jetzt drehe ich ein bisschen oder wie machen wir das? Jetzt drehst du einmal komplett rüber. Oh. Zu weit. Ach, jetzt brauchst du doch wieder die Kanthölzer, aber. Ich wollte eben, dass wir müssen einmal aufheben. Anheben meine ich. Nicht aufheben. Ist schon ein bisschen Gewicht. Wir können das ja da drauf. Genau. Ich rolle mal ein bisschen hier. Oh, da haben wir schon meinen guten Rollrasen, den man jetzt nicht mehr erkennen kann. Geht das? Ja. Mensch. Und jetzt einfach zu dir rüber, ne? Ja. Oder so, ja. Ja, upsala, nicht das gute, nicht die gute Tür. Andersrum. Ja, müssen wir andersrum. Den Hamburger Schuppen hier nicht beschädigen, ne? So. Top. Top, top. Viel Platz hast du ja nicht hier, ne? Nee, das ist noch alles so am Kommen. Ne? Aber schau dir mal an hier drin. Hier mein Regal, Materiallager. Ne? Das Schweißgerät, schön verdeckt alles. Ein bisschen aufgeräumt habe ich, aber immer noch ein bisschen eng. Ne? Ja, ich habe ja deine Kanäle schon verfolgt. Ne? Sieht ja, ja gut aus. Ne? Ja, cool, danke. Ne? Ja, schauen wir mal, was wir mit dem Rohr machen. Mit dem Fahrrad. Ja, mit dem Fahrrad vielleicht habe ich noch eine Idee, aber mit dem Rohr, da bin ich gespannt. Musst du mir helfen. Machen wir das zusammen. Ja, das wird ein Projekt. Da haben wir ja noch cooles Projekt. Gutes Wetter wird, haben wir noch Zeit. Ja. Ja, ich denke, da werden wir was draus machen. Ich sag mal, bis demnächst. Euer Hamburger Jung. Nee, oder? Warte. Nee, brauchst nicht drücken. Ich kann ja schneiden. Ja Mensch, dann werden wir da was draus basteln. Ich bin gespannt. Ja, will ich mal sehen. Dann komme ich demnächst vorbei und dann machen wir das zusammen. Machen wir das. Super. Okay, lass uns mal was trinken.